Sie sind die neuen Local Heroes der CSU und sie sollen die CSU fit machen für die Landtagswahl 2023. Denn bei dieser Wahl geht es für die CSU, für Markus Söder, um alles. Und das sind die Neuen. Der Deggendorfer Landrat Christian Bernreiter wird Verkehrsminister, der neue Wissenschaftsminister wird Markus Blume und Frauenministerin Ulrike Schaff. Kabinettsmitglieder müssen, weil sie die Landtagswahl eine reine Personalwahl ist, immer Local Heroes sein, also vor Ort die meisten Stimmen sammeln. Das ist keine Entscheidung gegen jemanden, sondern nur für. Am Ende kam ich zu der Überzeugung und habe den Glauben, auch gemeinsam mit Thomas Kreuzer, dass die Gesamtaufstellung so einfach noch einmal schlagkräftiger ist. Die Landtagsopposition sieht die Kabinettsumbildung kritisch. Ja, jetzt das neue Kabinett ist leider wieder weniger weiblich geworden. Also es ist wieder eine Frau rausgeflogen und nicht durch eine Frau ersetzt worden. Das finde ich schade, das ist auch nicht zeitgemäß. Auswechseln, 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 das geht nicht. Da fragen die Leute dann, ja, müssen wir da vielleicht noch einen auswechseln, nämlich den Ministerpräsidenten. Veränderungen sind in diesen Zeiten normal. Kein Fußballteam spielt 90 Minuten durch. Keine Nationalmannschaft, eine ganze WM in gleicher Besetzung. Es entwickelt sich. Und ich habe nicht nur stur nach Proporz und Parität entschieden, sondern auch nach Profil und Perspektive. Perspektive nach innen und nach außen, beides. Nachfolger von Markus Blume als CSU-Generalsekretär in der Landesleitung wird der jetzige Bundestagsabgeordnete Stefan Meyer.